Ja, heute geht es um Seiten- und Absatzumbrüche. Ich habe jetzt hier einen Absatz, der ist definiert, einmal durch diese Absatzmarke hier und einmal durch diese hier, also diese drei Zeilen. Und wenn hier oben noch etwas mehr Text dazu käme, dann würde sich dieser Absatz auf die nächste Seite automatisch schieben. Also wenn ich hier Zeilenumbrüche einfüge, dann habe ich erst den einen Satz, zweite Zeile, dritte Zeile auf der nächsten Seite. Ich habe jetzt hier auch die entsprechenden Zeilen schon markiert, auf die es hier ankommt. Wenn nämlich von diesem Absatz auf der Folgeseite die letzte Zeile auftaucht, dann nennt man diese Zeile Hurenkind oder mittlerweile neu sagt man eher Witwe. Oder wenn von diesem ganzen Absatz die erste Zeile noch auf der vorhergehenden Seite auftaucht, dann nennt man das Schusterjunge oder mittlerweile Waise. Damit das nicht passiert, kann man hier entsprechende Vorkehrungen treffen. Also unter Format, Absatz, Textfluss habe ich hier eine Schusterjungenregelung, Hurenkinderregelung. Da steht sogar noch alt drin. Und je nachdem, was ich hier auswähle, also die Schusterjungenregelung bedeutet, dass mindestens zwei Zeilen dann noch auf der vorhergehenden Seite sichtbar sind. Also wenn ich das jetzt hier auswähle, mache noch eine Zeilenschaltung, dann sind also diese zwei Zeilen zusammen. Bei der nächsten Zeilenschaltung, na, sollte eigentlich gehen, warum nicht? Format Absatz, da war kein Häkchen drin, probieren wir es nochmal. So, also jetzt müssten die zwei Zeilen auf die nächste Seite hüpfen. Genau das tun sie auch. Umgekehrt kann man natürlich auch hier angeben: Hurenkinderregelung. Okay. So, das bedeutet jetzt, wenn der Absatz in die Nähe des Seitenendes kommt, dann hüpfen gleich zwei Zeilen mit rüber und nicht nur eine. Man kann natürlich die Zeilenanzahl entsprechend erhöhen. Also ich kann jetzt hier auch sagen, Absatz, es sollen nicht zwei, sondern drei Zeilen sein. Dann würden jetzt alle drei auf der nächsten Seite mit auftauchen. Ja, was kann man noch machen? Man kann hier, wenn man ein Kapitel auf einer Seite abschließen möchte und auf der nächsten Seite hat man das nächste Kapitel, dann könnte man auch Folgendes machen, dass ich sage, okay, an der Stelle hier trenne ich die Seite. Das geht hier mit Einfügen, manueller Umbruch. Hier schon der Seitenumbruch ausgewählt. Wenn ich hier sage, okay, dann habe ich hier an dieser Stelle diesen Seitenumbruch eingefügt. Wenn ich das jetzt etwas verkleinere, also hier ist der Seitenumbruch. Wenn ich diesen Absatz auf die nächste Seite schiebe, dann ist auch hier das so, dass das Ende dieses Absatzes praktisch das Ende von dem Text auf dieser Seite ist und der nachfolgende Text ist dann wieder auf der übernächsten Seite zu finden. Ja, unter Einfügen manueller Umbruch haben wir hier auch noch den Zeilenumbruch. Wenn man den hier entsprechend eingibt, also ich mache jetzt hier mal einen Absatz rein und dann mache ich an der Stelle mal einen manuellen Umbruch, Zeilenumbruch. Okay. Was ist also der Unterschied zwischen dieser Absatzmarke und dieser hier? Wenn ich also hier in dem Bereich drin bin, dann kann ich hier zum Beispiel den Einzug erhöhen. Der Text rutscht immer weiter nach rechts. Ich kann das auch vermindern. Wenn ich hier mit dem Cursor mich befinde, dann wirkt sich die Formatierung auch auf den oberen Teil, also über diesen manuellen Umbruch aus. Also wenn ich hier den Einzug erhöhe, dann geht hier dieser ganze Text mit rüber.